Und schon, noch im Hellen, ist der erste Fisch am Band. Also wenn wir hier angeln wollen, müssen wir uns definitiv erstmal was freischlagen. So zugewachsen. Aber das ist meistens ein gutes Zeichen. Dann war keiner in den letzten Tagen bzw. Wochen hier unterwegs. Ja, was haben wir vor? Wir wollen versuchen, an einem ganz, ganz kleinen Flüsschen, an einem Altarm, der direkt in den Hauptrhein reinfließt, einen dicken Fisch zu fangen. Am kleinen Fluss auf große Fische. Das ist der Plan. Die Bedingungen sind optimal gerade. Das Wasser ist hoch. Das Wasser ist circa 2 Meter über normal aktuell. Und in diesen Momenten, in diesen Zeiten, werden viele Fische den Hauptstrom verlassen und hier in so ganz kleine, bachähnliche Gebiete reinschwimmen, um dort dem Strömungsdruck des großen Flusses zu entgehen, sich hier in diese zahlreichen Bäumchen unten gemütlich reinzulegen und Beute zu machen. Alles, was hier vorbei schwimmen wird, kann dann aus der Deckung heraus angegriffen werden. Und das wollen wir probieren. Es kommen noch 2 Freunde dazu. Wir werden 3 Angler sein. Eine Nacht haben wir Zeit. Und ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht und wir hier an so einem kleinen Fluss einen großen Fisch fangen können. Ihr seid dabei, auf geht's! Ich grüße euch aus dem mittlerweile nächsten Brennnesselfeld. Ich glaube, an mir ist ein Gärtner verloren gegangen. Richtig zugewuchert hier alles. Der erste Platz, den wir uns angeschaut haben, sah auch gut aus, aber dann haben wir mal einen Blick auf unser Handy geworfen. Ich zeige es euch mal. Der erste Platz war bedeutend flacher und da wären wir wahrscheinlich abgesoffen. Hier drüben habe ich eine App und ihr seht diese Welle, die hier noch nachschiebt, werden wir definitiv abbekommen, ja. Und da ist es ganz wichtig, natürlich den Platz auch so zu wählen, dass man eine Zeit lang sitzen bleiben kann und nicht plötzlich im Wasser drin sitzt. Deswegen haben wir nochmal hier uns ein bisschen umgeschaut, sind ein bisschen weiter durchs Dickicht und haben jetzt hier ein Gebiet gefunden, was ein bisschen höher liegt. Hier haben wir zwar noch mehr Brennnesseln vor den Füßen, aber mit etwas Arbeit kommen wir hier ans Wasser ran. Wir haben für dieses Vorhaben hier 2 Boote am Start, kleine flexible Boote. Ich habe das Bellyboot mitgenommen, ich wollte es einfach mal probieren. Das Gewässer ist hier klein, sehr überschaubar, viele Hecken im Wasser. Ich glaube, dass ich mit dem Bellyboot hier gut zurechtkomme, sehr leise bin und auch mich genau in die Büsche unter die Hecken reinschieben kann, um die Ruten zu setzen. Dennoch haben wir aber auch ein kleines Schlauchboot mit dem Motor mitgenommen für den Notfall, falls wirklich ein großer Fisch kommen sollte, den wir vom Ufer nicht halten können. Nachts jetzt sich aufs Bellyboot zu werfen und so einen Fluss hier runter zu treiben, ist Wahnsinn. Deswegen noch das 2. Boot, falls ein großer Fisch kommt, damit wir dem folgen können und keinen Fischverlust riskieren müssen. Denn auch hier in so kleinen Gewässern, wir haben hier aktuell eine starke Strömung, viel Holz im Wasser, kann ja alles passieren. Und um da keine Risiken einzugehen und flexibel agieren zu können, noch ein 2. Boot für den Notfall. Ja, jetzt geht es ans Montage vorbereiten und dann fahren wir mal rüber und gucken uns mal das Angelrevier ganz aus der Nähe vom Wasser aus an. Bellyboot und großes Boot im Wasser. Großes Boot ist relativ. Das Schlauchboot, was wir für Notfall dabei haben, hat auch nur eine Länge von 2,40 Meter. Groß kann man das nicht bezeichnen.
aber das Boot ist auch leicht tragbar hier im Gelände. Auch mit dem kleinen Schlauchboot konnten wir schon, habt ihr schon ein paar Videos von mir gesehen, stattliche Fische landen. So, jetzt hole ich noch Echolot und E-Motor. Nur mit den Flossen hier draußen wird, glaube ich, zu hart. Montagen bauen und dann fahren wir raus. Kann man wirklich alles auf zweimal hier durch die Hecken tragen. Da ist so ein Bellyboot wirklich perfekt. Motor, Batterie und Echolot in einer Hand, in der anderen das Bellyboot. Kann schon losgehen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich habe jetzt alles hier unten schon mal am Bellyboot vorbereitet. Aufs Boot raus jetzt nehmen wir gar nicht viel mit. Wir brauchen nur ein paar Helfer, und zwar alte geflochtene Wallerschnur, Ausleger und Reißleine. Hier vorne liegen auch schon die ersten beiden Ruten einsatzbereit. Ich zeige euch mal schnell, was wir da vorbereitet haben. Wir werden ganz einfach und simpel unsere Köder drüben in den Hecken anbieten. 2 Meter langes Monovorfach. Auf dem Vorfach haben wir ein 40 Gramm, ist ja schon relativ starke Strömung hier draußen, ein 40 Gramm Glow in the Dark Frontzone Blei montiert, um den Köder unten direkt an dem Punkt zu halten, wo wir ihn präsentieren möchten. Kombivorfach, 2-0er Drilling, 8-0er Einzelhaken. Auf diesem System, habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, könnt ihr perfekt Köderfische anbieten in verschiedenen Größen und das System dann anpassen, indem ihr das geflochtene Vorfach, was nach unten auf den Drilling führt, einfach über den Einzelhaken wickelt und könnt so ganz flexibel auf unterschiedliche Ködergrößen eingehen und habt noch den Vorteil, dass der untere Bereich weich und geschmeidig ist und der obere Bereich, wo das Mono auf den Einzelhaken trifft, relativ steif. Wir werden aber dieses Mal keine Köderfische einsetzen, sondern Würmer. Ein richtiges Tauwurmbündel wollen wir erzeugen drüben an den Hecken. Ich glaube, da werden die Waller jetzt definitiv in der Situation drauf stehen. Das Wasser ist hoch, das Wasser geht überall hier ins Land rein, in die Hecken rein. Da werden natürlich auch Würmer freigespült. Und ich denke, mit einem saftigen Tauwurmbündel werden wir auf jeden Fall einen leckeren Happen den Wallern hier präsentieren können. Und auch bei diesem Köder, beim Tauwurm, spielt dieser Vorfachtyp seine Vorzüge aus. Denn ihr könnt ganz flexibel euer Vorfach jetzt auf die Länge der Würmer anpassen. Habt unten den weichen Bereich mit dem Drilling und oben den Einzelhaken, den steifen Bereich. Wenn der Waller also angreift, unten der Drilling, das große Bündel, oben hängen noch ein paar Fransen, ein paar einzelne Würmer vom Einzelhaken runter. Da habt ihr auf jeden Fall super Hakeigenschaften. Das machen wir jetzt. Das bereiten wir jetzt direkt vor. Hab reichlich Würmer dabei. Man weiß ja nie, was passiert. Beide Haken auf jeden Fall richtig satt mit Würmern bestücken. Da braucht ihr nicht sparen. Sind natürlich auch viele andere Fische jetzt hier bei den aktuellen Bedingungen sehr aktiv. Und ich glaube, es gibt keinen Fisch hier bei uns in den Gewässern, der nicht auf Würmer steht. Also wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir, wenn wir Pech haben, ein paar Mitesser haben. Aber dadurch, dass wir unsere Montage über Grund präsentieren, im Freiwasser ist die Chance oder ist die Anzahl der Mitesser doch etwas geringer. Natürlich gehen die Grundeln, die es ja bei uns hier viel gibt, Weißfische und auch die Barsche ins Freiwasser an so ein Wurmbündel ran.
Aber ihr habt natürlich da weniger Aktion durch andere Fische, als wenn das System direkt am Grund liegen würde. Also 20 Würmer gehen hier sicher drauf. Plant das auf jeden Fall ein, damit ihr da einen richtig schönen lockenden Happen am Start habt. In dem Fall würde ich sogar sagen, beim Einsatz von Köderfischen spielt die Größe nicht immer eine Rolle, aber bei so einem Tauwurmbündel sollte man nicht geizen und wirklich einen richtig schönen Happen da präsentieren. So, aber bevor ich das Wurmbündel jetzt rausfahre, schwinge ich mich erstmal in meine Warthose, schaue mir erstmal das Ufer drüben an, suche die ersten Angelplätze, bringe die Ausleger an und dann gehen die Würmer auf Tauchstation. So, Geber wieder frei machen. Echolot. Zack, E-Motor ins Wasser. Und hier einstellen. Fernbedienung. Gehen wir mal schauen. Ist doch noch relativ kalt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Knapp 12 Grad. Und auch eine starke Strömung. Also nur mit den Flossen hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Da ist schon Druck dahinter. Aber hier drüben in dem Bereich wird das Wasser ruhiger. Seht ihr ja, im Schutz der Bäume. Und dort sollen ja auch die Montagen hin. Hier drüben im Bereich Seder stehe ich jetzt fast. Keine Strömung mehr. Eine Wassertiefe von 2,5 Metern. Und hier geht überall das Wasser in die Brennnesseln, in die Hecken rein, ins Ufer. Und ich denke, da werden auch die Fische entlang schieben. Das riecht hier förmlich nach Waller. Da hinten sieht es aus, wie wenn so ein kleiner Graben hier ins Dickicht reinführt. Ja, da hinten geht überall Wasser durch. Und hier so ein ruhiger Bereich mitten in den Hecken, nah an der Strömung. 2 Meter Wassertiefe. Kann man nichts sagen. So, hier werden wir auch gleich die erste Montage setzen. Ich gehe jetzt mit meiner alten geflochtenen hier an die Hecken ran, nehme hier ein paar Äste zusammen, das ist wichtig, damit das auch richtig gut hält. Fixiere hier die alte geflochtene dran. Achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr eure Montagen über Wasser spannt, dass ihr so hoch anbindet, dass noch andere Angler oder Wassersportler drunter durchfahren können. Hier in dem Graben sind immer mal wieder Paddler unterwegs.
Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man auf die Rücksicht nimmt und dass da nichts passieren kann. Ein Stückchen noch zurück. Schau mir das Ganze auf dem Echolot nochmal in Ruhe an. Hier wird es jetzt langsam tiefer. Die Strömung nimmt auch ein bisschen zu. 2,5 Meter Wassertiefe. Hier werden wir den ersten Ausleger fixieren. Ich habe hier einen ganz leichten Ausleger dabei. Ich mache mir jetzt einfach hier ins Ende eine kleine Schlaufe. Da kann ich den jetzt einfach einhängen. Und ans andere Ende von meinem Ausleger kommt ein ganz kurzes Stück Mono. Mach die Mono nicht zu lang, sonst funktioniert sie wie so ein Gummiband und dehnt sich zu stark. Also ganz kurz ist am besten. Ich habe jetzt hier eine sehr starke Mono, 0,45er. Das brauche ich hier beim Spannen mit den Tauwürmern nicht. Und dann mache ich in dem Fall in die Mitte noch einen Knoten rein. Und dann habe ich die Schnur geschwächt. Die reißt dann schneller, hat Tragkraft verloren. So sieht das Ganze aus. Und jetzt können wir uns schon den nächsten Spot suchen. Ich lasse mich jetzt mal langsam hier unter den Hecken durchtreiben. Genau an der Kante. 2,70 Meter Wassertiefe. Wirklich spannende Plätze. Hier rum. Das ist ja auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Bellyboot Ansitzangeln betreibe, also mit dem Bellyboot meine Montagen rausfahre. An großen Gewässern ist es sicherlich nicht immer so einfach oder ratsam, aber an so kleinen, überschaubaren Gewässern wie hier ist es doch eine wirklich spannende Sache. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich viel, viel leiser hier durch das Holz bewegen kann. Und dann auch Fische, die hier direkt in den Unterständen drin stehen, weniger verschreckt, als wenn man jetzt mit dem Schlauchboot, mit dem Verbrenner hier durchballert. Der Nachteil definitiv, wenn ein guter Fisch kommt, nachts aufs Bellyboot, ist natürlich ein Haufen Act. Müssen die Warthose anziehen, die Flossen anziehen, alles vorbereiten. Aber falls der Fall eintreffen sollte, hier ein großer Baum am Grund, haben wir natürlich das zweite Boot dabei. So, ich glaube, hier genau davor werden wir den nächsten Ausleger befestigen. Die zwei Ausleger sind schon mal vorbereitet. Jetzt geht es rüber an den Platz, die ersten Montagen holen. Ja, da muss er ganz schön ackern, mein E-Motor. Aber wir kommen sicher voran, es funktioniert. Das macht echt Laune. Wirklich interessante Spots auf der anderen Seite drüben. Die ersten zwei Ausleger sind vorbereitet. Die ersten Montagen können wir fahren. Uwe, gibst du mir mal eine Route? Oberhalb meines Vorfachs habe ich auf meiner Hauptschnur so einen Gummischlauch montiert mit einem Knicklisch drin. Der ist dafür da, dass ich mir jetzt noch die Tiefe exakt einstellen kann. Und darüber läuft frei der Reißlein-Connector. Ich verbinde jetzt meinen Ausleger, also die Reißleine, mit meinem Reißlein-Connector und lasse schon mal das Wurmbündel hier ins Wasser, das Blei. Das Frontzone-Blei werde ich noch ein Stück näher an den Köder ranschieben. Da geht es auf Tauchstation.
und stelle mir jetzt exakt die Angeltiefe ein. Ich habe circa einen Meter über der Wasseroberfläche drüben angebunden und möchte, dass mein Köder einen Meter über Grund lockt. Also gebe ich jetzt hier noch einen guten Meter dazu. Teste das Ganze jetzt nochmal. Ich probiere immer beim Spannen, dass mein Wirbel knapp über der Wasseroberfläche hängt. Das schaut gut aus. Jetzt kommt hier oben ein einfacher Schlag über das Knicklicht. Fixiert und es geht auf direktem Wege zurück ans Ufer. Also von der Wendigkeit her muss ich sagen, ist das Bailey-Boot im Schlauchboot schon im Vorteil. Allerdings muss man alles alleine machen. Jungs und Mädels, es tut mir leid, einigen von euch ist es sicherlich direkt aufgefallen, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe eben einen riesen Fehler begangen, vor lauter Rucki-Zucki und schnelles Montagen auslegen, habe ich das Wichtigste vergessen, was man definitiv immer auf dem Bailey-Boot tragen sollte, meine Schwimmweste. Der Uwe hat sie mir eben ans Boot runtergeschmissen und ich habe ihn angeguckt wie ihr Auto. Ich habe es komplett vergessen. Sowas darf und wird nicht mehr passieren. Wenn ich mit dem Bailey-Boot unterwegs bin, werde ich jetzt auch direkt anziehen. Tut mir leid, aber an alles gedacht. Ausleger, Reißleine, alles Mögliche. Aber das Wichtigste, jetzt haben wir sie am Start. Ab jetzt ist sie an. Weiter geht's. So muss es aussehen. Aber Fehler passieren, man muss sie nur rechtzeitig bemerken. So, jetzt fahre ich den nächsten Ausleger in den oberen Bereich. Da sieht es auch noch richtig fischig aus. Auch ein ganz interessanter Bereich, ne? Ging jetzt von 3,5 Meter hoch ins Flache. Drüben seht ihr auch Kringel an der Oberfläche. Hier hinten läuft es richtig schön rein in die Bäume. Überall Gras im Wasser. Fahren wir bis an die Kante hier ran. Hier vorne seht ihr ja noch die Brennnesseln im Wasser. Dann haben wir immer noch 1,80 Meter davor. Das ist da auch ein interessanter Platz. Hier machen wir den nächsten Ausleger dran. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Genau hier vor die Brennnesselkante. Der Nachteil im Bailey-Boot jetzt, merkt ihr natürlich, ihr kommt nicht richtig weit hoch. Also im Schlauchboot könntet ihr euch jetzt hinstellen und an die Bäume anknoten. Im Bailey-Boot müsst ihr jetzt schon gucken, dass er da überhaupt noch richtig rankommt. Aber der sieht gut aus. Aber es ist definitiv richtig schön wendig und flexibel hier in den Büschen. Funktioniert. So. Genau hier übers Gras will ich die setzen. Okay.
Der nächste Ausleger hängt. Holen wir die Rute. Wieder die Tiefe einstellen. Hier ist ein bisschen flacher. Ich will den Köder diesmal hier genau über dem Gras anbieten. Hier seht ihr das Gras. Das ist der Boden. Die gelbe harte Linie und das Gerieselte obendrauf sind alles die Pflanzen im Wasser. Aber die Welse ziehen jetzt oft genau in diese Pflanzendschungel rein zum Fressen, weil hier auch die Beutefische sich tummeln unterwegs sind. Und ich will meinen Köder jetzt ganz knapp hier über diese Graskante setzen. Das sieht gut aus und Abfahrt. Die ersten Montagen sind scharf. Jetzt machen wir es uns oben mal gemütlich. Wir warten jetzt noch ein bisschen bis zur Dämmerung mit den restlichen Montagen. Mal gucken, ob jetzt hier noch viel an Wassersport durchkommt. Wenn die Schnüre auf der anderen Seite hoch genug angebunden sind, kommen auch die Paddler problemlos durch. Es gibt keine Probleme und jeder soll ja seine Zeit am Wasser hier so schön wie möglich erleben können. Deswegen immer darauf achten. Rücksicht nehmen, auch auf die anderen Wassersportler, die an eurem Angelplatz vorbeikommen. Ja, wo kommst denn du her? Willst du mit uns auf Wels angeln? Wo ist denn deine Mama? Was machst du denn auf meiner Mütze? Wollen wir deine Mama mal suchen? Das ist verrückt, oder? Wir haben schon den ersten Besucher hier, noch keinen Fisch gefangen. Aber ein Vogel auf dem Hut. Wenn er jetzt noch ein Kackerle macht, wird es auf jeden Fall erfolgreich. Und schon, noch im Hellen, ist der erste Fisch am Band. Der größte, aber der erste. Wer den Kleinen nicht ehrt, ist den Dicken nicht wert. Petri Heil.
kommt der nächste aus dem Dschungel. Jetzt kommt der Punkt zum Laufen und Action. Petri! Geil, geil, geil. Der nächste hier aus dem Zeckendschungel in Deutschland. Petri Meitel. Petri, danke, großer. Mal gucken, was noch kommt. So kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Und der dritte der Nacht. Wahrscheinlich der größte. Steht gut drin. Guckt mal, was die sich reinziehen, die Jungs. Und die ersten Laichspuren könnt ihr hier schon erkennen. Schönes Ding. Fisch Nummer 3, Petri. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Dschungel Deutschlands. Es war definitiv die richtige Entscheidung, gestern den ersten Platz doch nicht zu beangeln, nachdem wir auf der Pegel-App, auf der Wasserstandsmeldung vom Rhein gesehen haben auf dem Handy, dass der Rhein doch noch in den kommenden Stunden 40-50 cm Wasser nachdrücken wird. Also da unten wären wir definitiv abgesoffen irgendwann am Abend. Und hier der neue Platz war zwar einiges an Arbeit, aber hat sich doch megamäßig gelohnt. Ich war mir schon relativ sicher, dass wir bei diesen Bedingungen bestimmten Aktionen bekommen, aber dass gleich drei Fische auf unsere Montagen einsteigen und jeder auch seinen Fisch fangen durfte, ist doch der absolute Wahnsinn, ja. Und ich denke, das ist zeitgleich doch auch der beste Beweis, dass in kleinen Gewässern, in kleinen Zuläufen, in kleinen Altarmen, wenn die Bedingungen passen, doch wirklich richtig gute Fänge möglich sind. In der Dämmerungsphase kam die erste Aktion, ganz, ganz typisch beim Welsangeln. Kurz vor Mitternacht war der ganze Spuk vorbei. Jeder hatte seinen Fisch gefangen. Wir alle waren mega happy. Natürlich sind solche Sessions, wie wir sie jetzt erleben durften, in dieser kurzen Angelzeit hier in Deutschland drei Fische fangen zu dürfen, nicht alltäglich, ja. Das sind wahre Sternstunden. Aber diese Phasen oder diese Zeiten passieren immer wieder. Manchmal geht nichts und manchmal geht dafür umso mehr. Ich hoffe, diese kurze Session hier mitten im Dschungel, mitten im Urwald Deutschlands am kleinen Fluss hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Alles Gute für euch. Euer Stefan. Ciao, ciao.